Big Fish Games, Blue Tea Games, Dark Parables, Rapunzels Gesang in der Sammleredition fortfahren. Und damit ein herzliches Willkommen zu Dark Parables. Mit einem epischen Auftakt geht es in die nächste Runde von Dark Parables, Rapunzels Gesang, und nochmal und nochmal. Ja, okay, lassen wir das sein. Wir spielen es in der Sammleredition. Ich freue mich sehr. Ihr kennt vielleicht die anderen Dark Parables Teile schon. Ist im Juni 2015 ungefähr erschienen. Ich habe es aber noch gar nicht so lange. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit einem neuen, ja, Profil habe ich schon, aber einem neuen Spiel. Ich wünsche euch sehr viel Spaß, Leute. Ich freue mich auf ein neues Weekend Game. Endlich habe ich es geschafft aufzunehmen und damit geht's los. Wir spielen auf Normal. Normal ist, denke ich, okay. So. Ja, eigentlich sind wir schon Experte. Aber ich traue mich ja immer nicht. Dark Parables. Rapunzels Gesang. Sing for me, Rapunzel. Stunden später, der Bergs Meska. Welcome to Mount Schneeschka, Detective. Yesterday, a strain of toxic pollen was detected in the town at the mountain's base. We have been tracking this mysterious pollen around the world, and evidence has the origin located among the ruins of the ancient Floralia kingdom on this mountain. A strange hypnotic song is the only warning before the pollen descends. Those who come in contact with it fall deathly ill. Your mission is to uncover the mystery of this toxic pollen source and stop it from spreading further. We believe that Rapunzel, the fabled princess of Floralia, still lurks in the abandoned tower. Seek out Rapunzel, as she may prove crucial to this case. Good luck, Detective. Geil, es geht los. Willkommen, Detective. Möchtest du das Spiel kurz erklärt bekommen? Nein. Voll die Epidemie, Krankheiten, Viren, Zombie-Apokalypse. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet hier in Dark Parables. Okay, so weit wird es bestimmt nicht kommen. Weil wir sind ja wieder der Detective und dürfen uns jetzt darum kümmern, ja, dass hier alles in Ordnung ist. Und ich glaube, wir reden mal mit dem. Please, help. The pollen. Get these vines off me. Aufgabe aktualisiert. So. Rette den jungen Mann. Ich glaube, wir gucken uns mal erstmal die Sachen an. Was mag in dieser Truhe sein? Ich werde einen Schlüssel brauchen. Und wir haben Dolch. Eine ungewöhnliche Blüte von einzigartiger Farbe. Die Pollen sind jedoch gesundheitsschädlich und führen bei Menschen zur Entkräftung. Diese Notizen betreffen die Pollen, deren Ursprung ich feststellen soll. Okay, gut. Dann. Neben der Kiste liegen ein paar Bücher über Botanik. Haben wir hier noch? Geht ja wieder direkt los hier. Ich freue mich so. Ich habe da voll Bock drauf wieder. Es ist irgendwie so ein... Ich spiele einfach total gerne so diese märchenhaften, farbigen, idyllischen Wimmelbildspiele. So, das muss zwischendurch einfach mal sein. Außerdem sind wir halt noch mitten im Dark Parables Fieber. Ich werde den dritten Vogel brauchen, um das Kästchen und so weiter. Ja. Ich muss ja... Ich muss einen Weg finden, mich vor den Pollen zu schützen, sonst werde ich am Ende... Und ich muss, glaube ich, meine Kamera das nächste Mal wieder noch ein Stückchen weiter runtersetzen, damit man auch ganz oben den Text lesen kann. Und ich setze die schon gerade nach rechts, damit links irgendwie das nicht stört. Und irgendwie, das wird schon wieder so ein Spiel, wo ich ständig wahrscheinlich die Kamera hin und her schieben muss. Aber mal gucken. Die bildhauerische Darstellung einer Dame, die in einem Turm eingesperrt ist. Denn mal so. Jetzt machen wir mal mit dem Messer, machen wir mal die Reinigung. Ups. Please help. Ja. The pollen. Get these vines off me. Also ich kann ihn nicht damit. Kann ich nicht. Die Ranken sind zu kräftig. Ihr kann das Messer nichts ausrichten. Auch hier nicht.
Kann ich mit der Vase irgendwas machen? Please help. The pollen. Das fängt ja schon mal gut an. Ach so, ich kann nach links gehen. Oh, wer würde hier zwischen den Ruinen singen? Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht Rapunzel? Ein Schrein der Göttin Flora. Sie muss eine wichtige Rolle im Königreich Floralina. Flora. Göttin der Blume. Irgend so ein... Mag es eine Parabel sein? Steinblume Magnolie 1 von 20. Ach so, was anderes. Hier habe ich noch was. Ein Schrein der Göttin Flora. Sie muss eine Floralia. Floralia! Ich würde mir den Pavillon ja gerne näher ansehen, aber die Ranken sind hier Messer. Jawohl. Ah, oh, ein Wimmelbildspiel. Unser erstes Wimmelbildspiel. Ja, ich drehe ein bisschen ab. Ich weiß. Ich nehme schon wieder alles, was hier so überflüssig herumliegt. Oh, und die Kamera muss wirklich woanders hin. Weil hinter mir sind schon wieder Sachen, die ich einsammeln muss. Da ist das da noch vielleicht. Das oder das hier. Das da. Super. So, einen roten Stein soll ich finden. Ja, der da vielleicht. So, eine Blume, die da und ein grüner Baum. Ein grüner, da ist er doch schon. Und jetzt noch diese Scheiben-Dinger hier. Da und da. Wunderbar, wunderbar. Emblem der Göttin. Oh, schön. Auszeichnung erhalten. Ach, ich weiß, ganz schnell mache ich das hier. Huschi, huschi. Nur im Falle einer Katastrophe lassen Leute ihr gesamtes Geld zurück. Ja, ja. Ach, was ist denn hier oben? Da steckt doch was zwischen den Zweigen fest. Das ist ja unglaublich. Er wird von den Ranken erdrückt. Boah, heftig. Ich kann nicht atmen. I can't breathe. Ich muss schnell handeln. Wenn es mir gelingt, das Tor zu öffnen, kann ich vielleicht die bildhauerische Darstellung einer Dame, die in einem Turm eingesperrt ist. Nein. Was, hier, jetzt. Komm. Packen wir da rein. Schon mal eins und zwei. Aha. Oh. Da, komm. Oh, ist das süß. Interagiere mit den Objekten im Spiel, um alle Blumen zu erhalten. Ja, das machen wir. Das machen wir. Kommen wir zu Sterne. So, ist schon mal eine Blume, zwei Blumen. Hier muss ich irgendwas machen, bestimmt. Nehmen wir nochmal Tag. Tag. So, Blumenschmetterlinge. Oh, ich klingel mal. Ich kann nicht hinter mich gucken, scheiße. Ich sehe ja auch von mir selber die Kamera und die ist dann auch im Weg. Ich genau weiß, wie es bei euch ist. Ach, die Wolken. Ach so. Ach so, mach ich. Ja, okay. So, das war das. Die Blume, da komme ich irgendwie nicht ran. Kann ich was anderes machen hier oben? Da so. Hier zwischen den... Bla, zwischen den Zweigen. Oh. So, geht mal weg, ihr. Die Büsche vielleicht noch. Nochmal Nacht machen. Die Sterne vielleicht anklicken oder so. Jetzt die Zweige nochmal. Ist hier jetzt was dazwischen in der Nacht? Klingeln in der Nacht. Wir klingeln in der Nacht. Oh, da kommt die kleine Rapunzel. Die kriegt eine Rose. Von ihrem Prinzen. Oh, ist das süß. So. Jetzt kann ich die Sterne anklicken. Wusste ich's doch. Ui. So, die Blume habe ich auch. Mal nochmal Nacht machen hier. Irgendwie muss die ja auch wachsen können. Ne? Muss man doch noch was machen können. Vielleicht sollen die sich bei Tag mal freuen. Hier so, komm. Nee. Das kleine Eichhörnchen. Das gibt uns auch noch eine Blume. Und eine fehlt uns jetzt noch. Wo ist die denn? Da war nichts mehr. Klingeln können wir auch nicht mehr. Will der Mond noch was? Hier, die muss mal aufblühen. Und die wollen wir haben vor allem jetzt. Das ist die. Die ist jetzt egal. Komme ich denn hier immer an die? Pitchblatsch. Komm, das sind nur den beiden. Die kann man... so. Da freuen die sich aber. Ach, warte mal, da war doch was dahinter. Guck mal. Oder? Nee, habe ich mich verguckt. Oh, ich dachte, da wäre jetzt was gewesen. Was, die Musik schön, ne? Voll idyllisch hier so. Wie komme ich jetzt an die blöde Blume hier ran? Ein Teich, Mensch. Komm. Mach mal was dagegen, du Prinz, du. Ich meine, das kann ich auch noch anklicken, aber es...
haben wir schon gemacht. Ah, hier. Die Sonne. Die habe ich noch nicht gehört. Und die Wolke. Zuck. So, und jetzt nochmal. Jetzt kriege ich sie, ne? Jetzt kriege ich sie. Ach so. Ach, es ist ja manchmal kompliziert hier. Oh. Thank you for saving me. My name is Kai. I'm a botanist. I was studying these vines when I heard a woman start to sing. The vines came to life and I'm still a little dizzy. Yeah. Are you venturing into the kingdom? Then you need to take this. This herb will make you immune to the pollen. But as you can see, the effect does not last very long. I won't be able to continue like this. I'll rest for a while. Take care, stranger. Mach ich, Kai, mach ich. Ich hoffe nur, dass mir die Kräuter nicht ausgehen werden. Kai muss irgendwo sich hier erholen oder sowas. Keine Ahnung. Gehen wir da mal hin. Kapitel 1. Yeah. So. Toll. Hallo. Oh. Oh, ciao. Und da geht sie auch schon dahin und trällert weg. Die gute Rapunzel. Aber wer war das bei ihr? Und noch was. Ein Parabelteil. Ja, 1 von 4. Juhu. Möge das Königreich im Schutze der Göttin Flora blühen und gedeihen. Flora muss die Schutzgöttin des Königreichs sein. Steht hier, Zutritt auf königlichen Befehl untersagt. Warum wurde dieser Teil des Königreichs abgeriegelt? Oh, noch was. Eine Glockenblume muss herausgefallen sein. Ist das nicht schön? Es ist schon schön hier. Dieses riesige Banner muss heruntergefallen sein, aber es ist viel zu schwer, um es bei dir zu tragen und so. Dieser Engel vermisst sein Instrument. Oh, da war ein Chamäleon-Objekt. Oh, auf die habe ich schon wieder gar nicht, an die habe ich gar nicht gedacht. Dieser Status einer lebhaften Rapunzel nachempfunden. So ganz anders als die Rapunzel eben sah. Wie erwartet verschlossen, doch irgendwo muss der Schlüssel zu finden sein. Wir gehen mal da hinten hin. Oh, Schmetterlinge. Die Schmetterlinge wollen einfach nicht wegfliegen. Ob sie auf dem Grabstein Pollen gekackt haben. haltet euch vom Turm und den dunklen Blumen fern. Ein Flug liegt über ihnen. Der Engel müsste eine Vase oder einen Krug im Arm halten. So. Guck mal hier. Kann man auch noch was einsammeln? Dieses kunstvolle Mosaik ist unvollständig. Wo sind all die Broschen? Weiß ich nicht. Kriegen wir noch hin? Teddybär am Grab. Wie traurig. Okay. Schmetterlinge. Mit der Hellebarde jetzt ordentlich. Ich sollte etwas anderes versuchen. Ich glaube auch. Hier ruht Königin Violante. Oh, wie schöne Namen auch. Ein schönes Bildnis einer Königin, doch ein Schmuckstück scheint zu fehlen. Wir haben das Diadem aber von ihr. Immerhin schon mal. So, jetzt können wir... guck mal, das können wir da reinsetzen schon mal. Hm. Ja... Kann man hier noch machen? Der Hellebarde. Ich geh nochmal zurück. Hier ist irgendwie Schlüssel noch und... Jetzt muss ich um Kais Notizen handeln. Erinnere mich eben an den Jungen, verlausmannte Schneekönigin. Ja, Kai und die Schneekönigin. Das war schön, das Spiel. Kai, Mai. So. So. Da ist noch was, was ich übersehen habe. Und hören wir schon wieder Trällern? Nee. Flora, Göttin der Blumen. Und Floralia. Angeblich haben doch alle Menschen das Königreich verlassen. Ist es möglich, dass es... ne? Guck mal, das können wir vielleicht jetzt da... Nee? Hier nochmal. Nur im Fall einer... Ach ja, dann... mach ich denn jetzt mal? Ein Helm. Der Helm. Der Helm. Der Helm, der Helm, der Helm. Passt der hier rein? Oh, der passt da rein. Ach so. Mein Rätsel. Wähle die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge aus. Glaube ich, soll mit dem anfangen, ne? Oder was? Oh, falsch. Was denn nun? Ah, das ist richtig. Haha. Nein. Okay. Pass auf, nochmal. Nein.
aber fast. Jetzt aber. Juhu! Was ist das schön. Wähle die Knöpfe in der richtigen... löse das Rätsel jeder Statue anhand der Symbole. Ja. Und wie denn? Also. Das ist das und... Jetzt bin ich verwirrt. Wie, was hat das hier mit auf sich? Das muss ich jetzt erstmal kapieren, glaube ich. Das kann ich einfach nur drehen, oder was? Und dann passt es schon, ne? Ach so, das kann ich... Das ist ein Drehrätsel, okay. Mach ich mal erstmal das, was ich kann. So. Damit die schon mal richtig sind. Ist das so richtig? Ja, ne? So. Wie sollst du sein? Bestimmt irgendwie so eher. Und die Haare da auch lang gehen. Nochmal drehen. So. Oh, das ist richtig. Jetzt kann ich leider hier nicht so gut gucken, aber... Ach, die muss ich tauschen. Okay, dann muss die Krone dahin. Ach, war schon richtig. Oh, das ging ja einfach. So, jetzt muss ich nur noch die Mitte hinkriegen, ne? Und ich halte das hier aber noch nicht mit den Blumen und so. Dann 2, 3, 4, 5. Ach, nach den Blütenblättern geht das, ne? Warte mal. So. Muss die 5 ja hier hin. Die 3 muss dahin, das muss dahin. So, so, so. Bitteschön. Haha. Nicht? 2, 3. Achso, und 1 noch runter natürlich. Gut. Auszeichnung erhalten. Achso, bin ich jetzt hier vor? Warum? Der mir. Ich mach das gut anscheinend. Oh, das kommt noch. Was mit Rapunzel? Die singt uns immer an. Rapunzel befindet sich tatsächlich in dem Turm. Ich muss die Zugbrücke herunterfahren. Das ist ja... Ich mag das aber gerne, dass sie immer so singt. Und sie singt sehr schön. Da ist das stimmt. Rubinarmreif. Und was ist das? Dieses Turmemblem gleicht dem Turm auf der anderen Seite. Okay. Finde bestimmt noch mehr Dinge. Da war ein Chamäleon-Objekt. Chamäleon-Objekt! Immer her mit denen. Ob Rapunzel all die Jahre in dem Turm gelebt hat. Nochmal. Nur dem, der die drei göttlichen Artefakte besitzt, wird der Zutritt gewährt. Ist eins davon schon bei? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Oder das hier? Nee, das passt da auch nicht rein. Okay. Die Blumenfeen werden von einem kühnen Ritter beschützt. Und der hier? Hat der vielleicht was an sich? Müsste der Ritter nicht ein Schwert oder ähnliches halten? Der kriegt eine Hellebarde von mir. Und was hat sich getan? Ah, klasse. Oh Mann, das geht ja hier voran. Steinblume, Cosme, 2 von 20. Die Umrisse erinnern mich an die Abbildung auf Spielkarten. Okay, da ist das Schwert und dann auch nochmal hier diese anderen Geschichten. Tritt das Eis etwa aus der Truhe heraus? Was mache ich denn jetzt damit? Mit dem Ding hier. Weiß ich nicht. Geh mal zurück. Ich glaube, ich soll... dahin, laut Karte. Rechts ist auch noch irgendwas oder so. Okay. Achso, sie kriegt noch eine Kette. Die kriegen noch alle was. Rubinarmreif. Achso, die Kette. Die Kette, die Kette! Ich brauch mal einen Tipp irgendwie, wo ich hin soll. Die Schmetterlinge? Insektenspray, okay. Ja. Stark da eine Hand aus dem Grab? Voll cool, unheimlich. Ich kann die Finger wegmachen. Und nehme mir Schwertemblem. Die Erde ist zu fest, ich brauche ein Werkzeug. Habe ich denn sowas schon? Eva-Zepter nicht. Nee. Die Vase auch, ne? Nö, das klappt noch nicht. Die Schwertdinger, die gehören hier, glaube ich, auch nicht hin. In der Mitte kann ich... Nee. Ja, man muss ja ausprobieren. Da kann ich die Blume reinlegen. Ich hätte eine Inschrift erwartet. Vielleicht soll ich da was reinlegen. Oder was kann ich jetzt hier machen? Was kann man denn jetzt hier machen? Ich glaube, dies würde anderswo eine bessere... ja. Okay, wir sollen dahin gehen dann.
nicht. Schlüssel habe ich nicht. Vogel habe ich eigentlich auch nicht. Was ist denn jetzt hier noch? Was? Ein Feuer? Nee. Warum? Was kann ich denn hier machen? Ach, das kann ich nehmen. Ach, so von ihr hier. Okay. Wo hatte ich sie denn? Wo war denn die Frau nochmal hier? Wunderbar. Oh! Verehrte Königin, auf ewig hier ruht Prinzessin Rapunzel bei uns in Obhut. Das Vermächtnis Violantes soll ewig bestehen. Unsere Liebe fortdauern, unsere Gebete mit ihr gehen. Ach, wie schön. Also, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel jetzt schon sehr auf Anhieb. Göttin Flora 1 von 4. Es ist total liebevoll gemacht und ich mag das immer so mit solchen Texten und so. Und die Plakette, die können wir doch bestimmt jetzt da mal reinlegen. Hier. Genau. Prinzessin Rapunzel von Floralia. Ihre bezaubernde Stimme wärmt jedes Herz und jede Seele. Auch mich. Und auch euch. Spiegelmedaillon, Rapunzel, Kamee. Wieder ein Schlüssel. Ich habe keine Schlüssel. Wir müssen überall so viel einsetzen irgendwie, dass ich jetzt erstmal gucken muss. So, das passt auf jeden Fall hier rein. Das kann dahin und... Nein, das ist es nicht. Aber immerhin schon mal zwei richtig. Da gehört was anderes hin, aber nicht dieses Ding. Das auch nicht. Gut, da muss ich nochmal gehen. Das gehört anscheinend woanders hin. Hier vielleicht? Nein. Oder? Nee. Nein. Wo war denn dieser... Ach, hier. Was ist denn da? Der Engel müsste eine Vase oder ein... Ach so, die Vase, ja. Okay. Sehe ich natürlich nicht so gut gerade hier im Hintergrund. Ich mache beim nächsten Mal die Kamera auf jeden Fall ein bisschen mehr nach unten. So. Sammeln wir mal wieder einfach drauf los. So, jetzt schaue ich mal, jetzt brauchen wir so einen Engel oder was? Ist das hier und das da? Nee. Hm? Engel, wo bist du? Der ist... Nee, der guckt so böse. Das ist so ein kleiner Mopsengel. Was ist denn der kleine Mopsengel? Ist der hier oben hinter mir? Ich klicke ganz viele. Nein, den finde ich schon noch. Das wollte ich haben und dann will ich noch so ein... So ein Ring, das da genau, da ist der Ring und so, das da, das ist fertig. Wo ist denn jetzt der Engel? Ich bin blind. Da ist er. Und jetzt brauche ich noch so einen Reif, so einen Kranz. Gut getarnt. Das da, okay. Das war Türkis-Medaillon. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das da jetzt reingehört. Jawohl. Jetzt mal den Hebel. Und jetzt holen wir die Brücke herunter. Was hat die für Augen? Au, was ist passiert? Ich bin gestürzt. Daran kann ich mich erinnern oder so? Ach so. Und ich... Au, wie ein Hund. sollte natürlich Au heißen. Unter dem Schmutz ist etwas, wie kann ich ihn entfernen? So. Ja, so. Rapunzel 2 von 4. Da ist noch ein Schloss. Zum Glück war meine Landung auf dem Pilzen vergleichsweise sanft. Finde es trotzdem... Boah, es geht ab hier in dem Spiel. Das ist echt Hammer. Hat da gerade nicht ein Mann die Ranken verbrannt? Wer kann das gewesen sein? Zum Glück war meine Landung auf dem Pilzen vergleichsweise... Ich finde das toll. Ich will auch aufs Pilzen landen. Wieder ein Chameleon-Objekt gefunden. An der Statue fehlt der Kopfschmuck.
Hätten wir da vielleicht eine Sonne oder was anderes Schönes? Der Reif vielleicht? Möchte den jemand haben? An der Statue fehlt eine Verzierung. Da die Sonne. Ich weiß doch nicht, was ihr wollt. Es wird der Pfad zum Turm offenbar, hat jede Maid ein Blümlein im Haar. Ein Blümlein. Rote Rose. So Schneeweißchen und Rosenrot. Stimmt, ne? Wieso denn nicht? Hier, Anhänger, Rose, Blume. Dann nicht. Dann gehen wir dahin. Und sammeln die. Who are you? Have you been following us? No! Wait, Prince Ross! I know this person! Hello, Detective. Hi. Stay here. I'm going to investigate the area. It's so good to see you after all this time, Detective! Do you remember? It's me, Gerda! It's been almost 10 years. You saved me from the Snow Queen. I'll never forget it. Gerda! Altes Haus. Gerda, was um alles in der Welt tust du hier? Mann, deswegen lohnt sich das einfach, immer mit den ersten Teilen von Spielen anzufangen. Kai, Gerda, alle unsere Freunde sind wieder da. Das ist nicht schön? Ach, Gerda, Mensch. My village was attacked by the pollen as well. When I met Prince Ross, he said he knew its source and needed my help. Ja. Eine gefährlich fleischfressende Pflanze, die sich von lebender Beute ernährt, während Sonne und Wärme sie verwelken lassen, gedeiht sie an dunklen, kalten Orten. Noch eine Notiz von Kai, die Pflanzen sind also licht- und wärmeempfindlich. Kai, wenn wir den nicht hätten. Sowohl die Stadt als auch die Inschrift sind nicht mehr zu erkennen. Schneewittchen, Prinzessin des Königreichs der Berner Alpen, Hüterin des... Dornröschen, Prinzessin der westlichen Inseln, Hüterin der dornigen Rosen, Rapunzel, Prinzessin von Floralia, Hüterin der violetten Glockenblumen. Oh, ist das schön, ne? Die Idee so. Ich finde das toll. Ich muss den Schmutz entfernen, um zu sehen, was sich darunter befindet. Immer muss ich hier überall putzen und was weiß ich. Was soll denn das? Sagt Gerda noch was? Die Efeu-Dame müsste etwas in der Hand halten. Die vielleicht mit einem Rosenanhänger? Was? Welcher der Efeu-Dame? Okay, also Efeu eher. Zahnrad, weiße Rosenanhänger, Rosenrot und... Oh, sieht das toll aus. Oh, ich bin echt... Glaube, das könnte fast bisher mein schönster Dark Pebbles-Teil werden bis jetzt. Ohne die Macht seiner Patronin verwelkt, verkümmert das Efeu. Das Bündnis zwischen einer Patronin und ihrer Pflanze muss sehr stark sein. Noch was gesammelt. Steinblume, Tulpe. Diese Buntglasfenster erzählen die Geschichte von Elise und dem Froschkönig. Hier noch was? Oh, was um alles in der Welt? Wenn es mir nicht gelingt, diese Kreatur zu verscheuchen, komme ich nicht daran. Ihr Vollzepter? Rosenzepter? Hier fehlt was. Was kann man denn da schon mal einsetzen? Das passt nicht da rein. Gehen wir nochmal zurück. Wollen die das... Komm, das Zepter wollen die haben. Aha. Ein Wimmelbild. So, einmal drauf los hier. Ja. So, jetzt rate ich nicht mehr. Jetzt gucke ich mal nach. Grüner Stein. Welcher darf sein? Oh, es hat sich wieder gereimt. So. Hinter mir vielleicht das da. Oh, ich habe was gefunden. Yay. Ich suche diesen grünen Stein. Der hier. Haha. Ist das toll, ne? Das ist schon mal fertig. Das ist ja schön. Ich brauche mal so ein Armreif-Ding. Aber das hier ist es nicht. Wo ist der denn? Und hier ist so viel noch, was man sammeln muss. Und ich finde das einfach alles nicht. Was so kunterbunt hier diesmal ist. Da ist was gewesen. Und okay, da ganz oben. Habe ich nicht gesehen. Das wollen wir noch haben. So, und jetzt so ein grünes, plattes Ding. Ho, ha. Das da in der Mitte habe ich auch schon. Was ist denn jetzt der grüne Stein?
grüne Steinchen. Ah, es ist so ein trällernder, idyllischer Tag. Ich kann mehr. Ich hoffe, es nervt euch nicht. Bin sehr begeistert, wie ihr merkt. Das finde ich schön. Ich finde den grünen Stein nicht. Kriege ich mal einen Tipp? Wie das Ding da oben in der Ecke. Oh, das ist ja gemein gewesen. Nee, das habe ich jetzt nicht gefunden. So ein Froschding. Eine Froschkönig-Figur. Und ich soll den Schmutz hier immer noch entfernen. Gerda? My village was attacked by the pollen as well. When I met Prince Ross, he said he knew its source and needed my help. Okay, ich geh mal nach links. Wo kommen denn jetzt diese dornigen Ranken her? Ich weiß auch nicht. Dornröschen, mach doch mal was dagegen. Diese Ranken scheinen fast lebendig zu sein. Der Kelch könnte noch nützlich sein, aber ich muss zunächst die Ranken loswerden. Nimm mal hier die Rose. Kannst du die Rose mitnehmen? Nein. Während die verfluchte Prinzessin im tiefen Schlummer lag... Nimm mal das weg hier, kann ich auch besser lesen. Wuchsen die Dornranken um sie herum und beschützten sie. Steinblume Lavendel 4 von 20. Dieses Symbol einer weißen Rose. Da hatten wir doch was. Guck mal, das passt sogar. Toll. Tolli. Molli. So. Dreh die Embleme, bis die Blumen mit den Ranken verbunden sind. Bis die Blumen damit verbunden sind. Das ist toll. Das ist jetzt schon mal frei. Die Ranken müssen ja mal das... Bitte. Rote Rosen sind jetzt da. Schmetterlinge sind da. Was wollt ihr noch? Wo soll denn die andere Rose hin? Oh, da war schon irgendwas richtig. Da war schon wieder was richtig und ich habe es nicht gereicht. Wo möchtet ihr die Rose haben? Bestimmt hier irgendwo, bis hier oben irgendwo. Ach, da soll eine Rose hin. Okay. Machen wir mal so. Guck mal. Ach, so schön. Kriegt mich nicht ein, ne? Auszeichnung erhalten. Mensch, das klappt wie geschmiert hier. Es scheint, ich kann nur einen weiteren Bereich erkunden. Ja, das ist toll. Kein Schlüsselloch, ob der Armreif etwas damit zu tun hat. Aber bestimmt, den packe ich mal ran. In diesem Armreif scheinen zwei Verzierungen zu fehlen. Oh, das, was für Verzierungen wollen die denn jetzt auch im Armreif haben? Das weiß ich nicht. Das müssen wir noch rausbekommen. Im nächsten Part von Dark Parables Rapunzels Gesang. Superschönes Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.